Und damit herzlich willkommen zu Mytes, dem Off My Quit Server, Folge 21. Genau, es hat sich zwischen vorige Woche und dieser Woche einiges getan. Und zwar habe ich zum Beispiel mittlerweile als quasi größte Änderungen jetzt abseits von, also jetzt allgemeiner Natur, gab es ein großes Update. Ich hatte ja mittlerweile schon länger meine Testversion 5.1.0, allerdings war 5.1.0 genau doch, 5.1.0 ist ein bisschen total verbuggt. Also der Fehler war, gab es auch schon früher, aber der wurde jetzt mit 5.1.0 sehr stark, hat man es gemerkt. Und mein Hund bestätigt das gerade. Telefon raus, ich will los hier. Ich knall gleich hier ab. Weswegen es halt zu sehr großen Lags kam, was auch der Grund war, weswegen meine Server von außen her eher schwer erreichbar waren. Das Witzige, der Mindclone 2 Server und der Vanilla Doom Server, da ging's. Einfach weil Mindclone 2 sehr effizient entwickelt ist, danke dafür, Wusi. Und Vanilla, da gibt's halt kaum Welteninhalten, weswegen das auch relativ wenig Traffic verursacht. Aber der Etherwheel, mein Creative Server vor allen Dingen und der Carpeten Server, die hatten halt sehr viele Inhalte, weswegen es da extrem schnell zu Lags von Sekunden bis hin zu einigen Minuten kam. Und ja, das wurde jetzt aber gefixt. Der Fix fließt später in die Version 5.2 mit ein. Da ich aber darauf nicht warten wollte, bis die Version irgendwann rauskommt. Kann sein, dass es ein paar Tage noch dauert, kann sein, dass es aber auch noch einen Monat dauert oder so, keine Ahnung. Deswegen habe ich schon mal die Dev-Build-Version runtergeladen, also quasi die Version, die gerade in Arbeit ist, bevor sie halt released wird. Und habe auch meine Server schon auf die Version umgestellt, das heißt, meine Server laufen derzeit allesamt unter Mytest Version 5.2.0.dev, slash dev oder strich dev. Genau, das war die große Änderung, die alle Server betrifft. Dann habe ich auch noch auf allen Servern jetzt eingestellt, dass man Spieler, die weit weg sind, nicht mehr sehen kann. Das heißt, Spieler, die weiter als 64 Blöcke weg sind, also 64 Meter, weil ein Block ist ja ungefähr ein Meter laut Definition, da verschwinden halt die Player und damit auch die Namen. Das heißt, man sieht keine weit entfernten Player mehr. Das soll vor allen Dingen halt vor Griefern schützen, die, wenn die auf Server kommen, also gucken, wo sind Spieler, dahin rennen und die erstmal tot machen. Genau das soll verhindert werden. Und es soll auch noch ein bisschen dem Survival in die Hände spielen, weil natürlich, wenn man sich verläuft, kann man sich auch nicht mal an irgendwelche Playernamen orientieren, sondern ist halt wirklich am Arsch. Genau. Und ja. Ansonsten, so allgemeiner Natur, hat sich ansonsten nicht viel verändert. Es gab so noch. Ich habe jetzt noch eine Mod hinzugefügt, die RAZ-Mod, also RAS. Die macht solche Sachen mit, dass ich jetzt Bereiche definieren kann, wo man automatisch geheilt wird und oder Damage bekommt. Genutzt wird die aber bisher nur auf dem Mindclone 2 Server. Auf den anderen Servern ist sie zwar auch drauf, wird aber da halt jetzt erstmal noch nicht genutzt. Genau, das war so allgemeine Natur. Und dann hat sich aber noch ein bisschen was, also habe ich noch ein bisschen was auf meinem Creative Server getan. Jetzt, wo er wieder auch ordentlich funktioniert von außen, also ich konnte mich ja, wir haben die ganze Zeit gut gespielt, also von mir lokal aus war es bisher immer kein Problem, aber wie gesagt, von außen gab es halt Connection-Probleme, Lags. Genau. So, das heißt, man sieht jetzt hier, genau, wir sind wieder in unserem Baumhaus. Ups, falscher Server. Ja, wir haben letzte Woche auf dem Server gespielt, das ist richtig. Ich wollte mich jetzt aber mal mit meinem Creative Server verbinden, danke dafür. Ja gut. Genau. Was ich da getan, was? Genau. Zum einen sieht man jetzt unten links, hat man glaube ich sogar auch schon gesehen, so rot mit Wildnis. Genau, das ist quasi jetzt für diesen neuen RAZ-Mod. Das heißt, die gesamte Welt gehört quasi zum Gebiet Wildnis, solange das nicht extra definiert ist.
In diesem Bereich ist ganz normal, heißt also PvP ist aktiv und man hat halt, kann bauen und alles Mögliche. Da kann man aber auch halt auch Bereiche definieren, wo dann zum Beispiel PvP deaktiviert ist. Ist wie gesagt bei der Mindclone-Welt zum Beispiel direkt am Spawn. Da ist PvP deaktiviert und man wird direkt am Spawn auch automatisch geheilt. Hier sieht man jetzt unten links in Rot Wildnis und natürlich dementsprechend auch mit PvP aktiv. Ja. So, ansonsten, ja, das wurde leider noch nicht gefixt. Eigentlich ja mal schade. Und es gibt noch ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, ob man es hier gut sieht. Wenn ich jetzt, wo sehe ich, hier ist meine gute Kante. Jetzt visiere ich gerade diesen Baumstamm an. Wenn man jetzt ganz langsam nach rechts geht, müsste man, sobald ich die schwarze Linie übertrete, eigentlich der rechte Block anvisiert werden. Wird er aber nicht. Ich visiere immer noch den Baum an. Und erst jetzt visiere ich den roten Stein an. Hier genauso. Noch visiere ich den roten Stein an. Immer noch. Und erst jetzt komme ich zum Fenster. Das heißt, man hat irgendwie kein Offset drin. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall ist das nur clientseitig. Und das ist auch der Grund, weswegen ich meine Server auf Version 5.2.0 Dev laufen lasse. Zum Spielen nutze ich hingegen aber noch die Version 5.1.0. Weil da reicht es ja vollkommen aus. Das geht dann nur darum, dass der Server jetzt wieder erreichbar ist. Deswegen ist das nur mit Server wichtig. Und wie gesagt, serverseitig gibt es ja kein Anvisieren, weil das ist ja eine grafische Sache. Und deswegen bin ich halt gerade auf dem Trip. Der Server läuft unter 5.2 in Dev. Und ich spiele aber unter 5.1. Weiß ja kein Problem ist, können sich ja trotzdem miteinander paaren. Klein interessant. Ja. Hier sieht man es wieder richtig schön. Sobald ich den roten Stein anvisiere, ist er auch anvisiert. Sobald ich auf das Holz gehe, ist der Holz. Ist das Holz wieder anvisiert? Hier genauso mit Fenstern. So muss das sein. So, okay. Was hat sich jetzt auf der Map alles geändert? So einiges. Viel. Wir gehen mal ganz kurz zum Spawn. Ha, hier sieht man schon, okay, das Spawn hat sich ein bisschen verändert. Jetzt gibt es ein Dach. Lol. Das heißt, man kann jetzt hier auch Schach spielen, wenn es regnet. Und die Computer werden nicht nass, wenn es regnet. Gut, dazu muss man jetzt sagen, weil es nicht so wichtig, weil ich habe Wetter gibt es hier sowieso nicht und es ist immer tags. Sagte er und es war neblig. Dann gibt es hier Wolken. Auf meiner Map gibt es Wolken? Gott, wie viele Mods gibt es denn hier drauf? Ah, aber von Wetter sehe ich gerade gar nichts. Doch, Weather. Es gibt eine. Plant Life hat eine Weather-Mod? Wusste ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall sieht man hier schon, ne, mehr als die Hälfte von diesen ganzen Sachen, die jetzt da gerade aufgezählt sind, ist alleine durch Home Decor und durch, ja, Plant Life. Und deswegen, wie gesagt, der Server ist halt mächtig überladen. Mag ich persönlich eigentlich nicht so sehr, aber ich wollte halt auch mal einen Server haben, wo man sich ein bisschen kreativ ausleben kann. Und da habe ich gesagt, okay, einen Server kannst du machen, da kannst du dich ein bisschen austoben, da gibt es halt Home Decor mit Stühlen und sowas alles. Und Advanced Trains, wo man Züge bauen kann. So schöne Dächer und alles. Ich meine, mein Haus kennt ihr ja bereits. Weiß ich gar nicht, ob ich es gezeigt habe. Das hier ist meine Wohnung. Richtig schön mit einer 5.1 oder 7.1 Soundanlage. Ich glaube sogar, ist 5.1. Nee, doch 7.1, genau. Center, Front Left, Front Right, Left Left, Right Right. Nee, Middle Left, Middle Right and Rear Left und Rear Right. Genau, dann halt noch der Subwoofer. Das Schöne. So muss das sein. Das ist langweilig. Das ist cool. Meine Lautsprecher, da habe ich die Kappe auch vorne auch entfernt. Weil wenn Bass ist, möchte ich die Membran schwingen sehen. Das gehört einfach dazu. Ja, dann hier mein 20K Plasma-Bildschirm.
mit der dazugehörigen Grafikkarte. Spaß. Nein, also auf jeden Fall ja, das ist wie gesagt meine Wohnung. Wollte mich halt auch ein bisschen kreativ austoben. Deswegen halt Home Dekor. Kennen wir ja wie gesagt mittlerweile schon. Und jetzt kommt aber vor kurzem auch noch Advanced Trains dazu. Und wie man hier schon merkt, ich habe mich ein bisschen ausgetobt. Es gibt Gleise und es gibt's. Holy moly fuck. Entschuldigung. Schnauze jetzt. Ja. Normalerweise ich spiele stumm. Ja, warum die Türen immer erst dann aufgehen, wenn die Wand auch erstellt werden, finde ich ein bisschen blöd. Eigentlich wäre es sinnvoller, dass die Wagen intern in zwei Varianten gespeichert werden. Einmal mit offenen und einmal mit geschlossenen Türen. Dann können, wenn die Wagen erzeugt werden, müsste ich immer erstmal die Türen wieder aufgehen. Weil erstens sieht es halt ein bisschen komisch aus, wenn die Wagen erst später auftauchen. Okay, es sind halt Objekte, die werden erst später geladen, einfach um die Bandbreite zu schützen. Aber dass dann erst die Türen aufgehen, wenn sie geladen sind, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber gut, ist halt so. Aber vor allem, wenn jetzt auch noch der Sound immer erst dann abgespielt wird, ist ja noch bescheuerter. Egal. Auf jeden Fall genau. Wenn man bei den Türen reingeht, das finde ich ganz geil, wenn man bei den Türen hingeht, dann schaltet man automatisch ein. Und wenn man jetzt im Wagen läuft, dann schaltet man automatisch aus und kommt dann auf den Bahnhof raus. Das finde ich voll stylisch. Also diese Train-Mod ist schon geil. Ist aber trotzdem nur dekorativ, weil sie hat auch noch ganz schön Lags, weil die halt sehr umfangreich ist. Aber wie gesagt, geplant ist sie hier rein dekorativ. Das hier ist erstmal Kopfbahnhof. Hier ist eine stillgelegte Schlaufe quasi. Der Weg hier, ne? Hier wie gesagt ist die stillgelegte Schlaufe, sieht man hier. Ist quasi ein Kopfbahnhof mit Wendestelle. Es gibt hier aber noch einen Abzweig, der dann später weiterführt. Derzeit ist hier aber alles an Baustelle, deswegen ist hier auch der Weg ein bisschen aufgerissen. Hier liegen haufenweise Gleise rum. Und genau, hier ist noch ein bisschen Teer und ein bisschen, ne, Gestein für die Ränder und so ein Kack. Ja, das hier ist Compressed Dirt, damit das hier ein bisschen wild aussieht. Weil wenn ich hier einfach Erde lassen würde, würde es halt Stück für Stück wieder zuwachsen. Und das soll aber nicht so sein, weil das soll ja hier aussehen wie eine Baustelle, ne? Und so sieht es halt ein bisschen wilder aus, ein bisschen baustelliger. So. Was ist hier eigentlich? Warum wird das hier eigentlich keine normale Erde? Ist doch auch normales Dirt. Warum wird das? Ist doch egal. So. Genau, das ist halt wie gesagt der große Hauptbahnhof quasi, also der Kreuzbahnhof direkt am Spawn. Und warum Kreuzbahnhof? Nun, das ist ganz einfach. Und zwar gibt es hier ein riesiges Weichenwirrwarr. Das muss so sein. Weil nämlich von diesem Bahnhof, von jedem Gleis, kann man in alle Richtungen abfahren. Das heißt, das Gleis haben wir vorhin schon gesehen. Das geht Richtung Westen. Ich liege gerade richtig. Nee, Osten. Wo ist denn Osten? Ach da, da ist ja Norden. Ja klar, ja, also hier Richtung Osten. Der Bahnhof ist Richtung Norden. So rum war das. Ich war gerade unsicher, dass da hinten Norden ist, aber da ist ja Norden. Genau, heißt also nach Norden geht sowieso eine Strecke lang. Deswegen ist hier der Prellberg, weil das Gleis ist halt nach Norden. Die anderen drei Gleise in die anderen drei Richtungen. Wie gesagt, das Gleis hier geht nach Osten. Das Gleis hier geht nach Süden. Sieht man hier auch schon. Ha? Ist allerdings stillgelegt, deswegen ist es auch schon überwuchert. Und da ist auch ein Prellbock, weil das Gleis hier, wie gesagt, ist gesperrt. Und dann gibt es noch ein Gleis, das geht Richtung Westen. Und das teilt sich nochmal zwei Strecken auf. Das sehen wir uns gleich an. So. Warum ist das Gleis Richtung Süden gesperrt? Nun ganz einfach. Hier ist ja mein Lager. Und die Straße ist ja hier auch gesperrt. Wobei die Absperrung selber ist neu. Aber da hinten war halt die ganze Zeit dieses Gitter schon. Weil ich will es halt storymäßig, jetzt sage ich jetzt mal, das so haben, dass halt dieser Abschnitt hier komplett stillgelegt ist. Hier war früher mal ein Tunnel und der ist jetzt aber gesperrt komplett, ne? Und dementsprechend auch das Gleis, was hier lang geht, geht dementsprechend auch in den Tunnel rein und ist halt auch gesperrt. Deswegen ist da vorne schon ein Prellbock. Und das Gleis ist natürlich dementsprechend auch hier mit überwuchert, mit also zugeschüttet über die Zeit. Ne, kennt man ja, Sandverwirrung und sowas alles. Und von dem stillgelegten Gleis gibt es aber mittlerweile auch noch einen Abzweig. Tada! In mein Lager. Ja, ich habe mein Lager ein bisschen erweitert. Um dieses Abstell, also Lade- und Entladerampe hier quasi. Das heißt, der hier war ja früher der PC,
also der Serverraum, der ist, wie man sieht, bis nach hinten gewandert. Einfach mit World Edit einmal verschoben, also gespeichert, gelöscht und dann wieder geladen. Und dann habe ich hier halt eine Lade- und Entladestelle hingebaut. Und mein zweites Lager, was ja eine Ruine ist, auch entsprechend erweitert. Tada! So muss das sein. So, das ist wie gesagt der südliche Abzweig, der wie gesagt komplett stillgelegt ist, deswegen auch überwuchert, weil nicht mehr im Betrieb und dies und das und jenes. Und halt genau deswegen. Oh, ich verhungere gleich. Habe ich noch so Essen dabei? Nein, habe ich nicht. Easy. Ich mache etwas, was ich normalerweise nicht tue. Aber einfach, weil ich jetzt gerade hier was erkläre. Was? Man kann sich nicht selber umbringen? Oh. Na gut, will ich dann eh gleich. Deswegen hast du, wie gesagt, dieser Südabschnitt hier ist halt deswegen gesperrt, weil stillgelegt. Deswegen auch hier komplett überwuchert. Die Hecken wachsen auch schon rein. So. Das heißt also, in wirklich Betrieb ist derzeit eigentlich nur der Abzweig, der nach Osten geht. Der endet zwar auch weiter hinten irgendwo, aber ne, er ist jetzt erstmal in Planung aktiv zu sein. Nach Osten und nach Westen. Die Abschnitte sind quasi offen. Und nach Westen hin, wie gesagt, teilt es sich dann nochmal in zwei Abschnitte. Einmal gibt es quasi das Hauptgleis. Das führt, wer hätte es geahnt, aber kurz, ich gehe mal kurz ein bisschen hier was zum Futtern reinschöppeln. Was ist ja hier? Schlimm ist das. Nein. Herbert? So, gehen wir mal zum Spawn. So, genau. Ah, jetzt können wir auch wieder rennen. So, wie gesagt, die Hauptstrecke Richtung Westen verläuft parallel zum Weg nach Westen. Hier schön dem Weg parallel lang. Ja, mal ist die Strecke tiefer, mal ist sie höher, weil die Strecke geht komplett einmal sauber durch. Ne? Einfach damit die Züge möglichst entspannt haben, während der Weg sich ja eher so an die Umgebung anpasst. Das heißt, der Weg ist, ja, wie gesagt, genauso wie die Umgebung. Die Strecke hingegen ist möglichst glatt gebaut. Macht Sinn. So, hier die Brücke auch erweitert um das entsprechende Gleis. Hier ein Holzbalken, der quasi auf einer weiteren Führung ist. Dieses komplette, ja, Halterungsgestränge, sage ich jetzt mal, ist komplett neu hier unten, diese ganzen Querstreben und Längsstreben. Und die endet dann auch erstmal das Gleis, weil der Westweg endet ja auch an der Stelle hier, ne? Der Westweg ist ja erstmal noch nicht weitergebaut. Ja, hier endet der Westweg und hier drunter endet dann auch das Gleis. Und dann gibt es aber, wie gesagt, noch einen zweiten Abzweig Richtung Westen. Und zwar gibt es, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, naja, also am stolzesten bin ich eigentlich auf dem Bahnhof, weil ist halt geil geworden, gerade die ganze Weiche, ich kacke hier. So, und dann, wie gesagt, gibt es noch den zweiten Abzweig, der führt auch erstmal parallel zum Westweg, allerdings unterirdisch. Und man sieht schon da hinten, da geht es dann ab. Und zwar geht es einmal nach rechts im 90 Grad. Also erstmal, ne? Um ein paar Kurven. So, und jetzt sind wir quasi 90 Grad zum Westweg. Das heißt, der Westweg führt hier gerade durch und wir sind jetzt genau parallel dazu. Übrigens hier auch schön mit halben Steinen und so gearbeitet, damit es ein bisschen sauberer aussieht. So, und wer weiß noch, was sich parallel zum Westweg befindet? Genau, wir überqueren einen riesigen Fluss. Und deswegen habe ich hier quasi diesen Abzweig gemacht.
Weil der Abzweig soll nämlich später, ja, hier ist noch ein Eingang, ein Paralleleingang, zu einem Hafen führen. Oh mein Gott. Ja, da oben sieht man da hinten die Brücke. Da. Und hier ist, wie gesagt, dieser riesige See, Fluss, was auch immer. Und hier ist ein provisorischer, noch nicht fertiger Hafen, aber genau, Hafen. Hier ist halt auch schon bereits ein Zug. Mit einem Diesellok. Ein paar Güterwagen, um halt die Fracht entgegenzunehmen von den Schiffen. Beziehungsweise die Fracht, die in den Zügen ist, kommt dann auf die Schiffe rauf, je nachdem, bla bla bla. Hier eine Rangierlok, damit der Zug auch wieder rausfahren kann. Ja, genau. Das hat sich erstmal alles so auf dem Server geändert. Ich war also ein bisschen aktiv. Ja. Ansonsten, genau, soweit sonst erstmal so viel zum Update. So, gehen wir mal wieder zum Spawn. Habe ich irgendwas vergessen? Nur eigentlich nicht, ne? Genau, das Lager kennt ihr ja schon. Das Lager ist ja allseits bekannt. Ups, zu viel gegessen. Genau. So, sehr schön. Ja, da haben wir eigentlich alles. Genau. Jutschen. Dann würde ich mal sagen, können wir wieder Richtung Haus gehen. Richtung Heimat. Irgendwann baue ich mal direkt vom Spawn bis zu dem Gebäude hier auch noch einen Weg. Wenn das Haus habe ich ja sowieso später vor, am Westweg anzubinden, weil der Westweg geht da hinten irgendwo lang. Beziehungsweise unterirdisch, je nachdem, ob ich jetzt auf dem Stein da oben lang baue oder ob ich es unterirdisch einfach einen Tunnel durchschlage. Aber da ich ja bereits oberirdisch angefangen habe, werde ich den Weg wahrscheinlich auch oberirdisch lang legen. Das heißt, der geht da oben nicht hinten irgendwann lang. Muss ich mal gucken, wie ich den Weg baue. Auf jeden Fall wird dann vom Westweg dann später auch noch ein Weg zu diesem Haus hier abführen. Abgehen. Und da wird es abgehen. Genau. Ja, das macht voll Sinn. So, auf jeden Fall das erstmal dazu. Ja, ich würde mal sagen, ich mache an der Stelle erstmal eine Aufnahmepause, jetzt noch mit Spielen beginnen. Nö, es war erstmal so eine kleine Updates-Folge, was sich so getan hat. Würde ich mal sagen, sehen wir uns denn zur nächsten Folge wieder. So viel erstmal dazu. In dem Sinne, schau mit V.